Ein Garten zum Wohlfühlen ist das Ziel eines jeden Hausbesitzers. Und wenn Mirko Oswald mit seinem Team das Grundstück gestaltet, bekommt jeder den Garten, den er sich wünscht. Schließlich weiß der Landschaftsgärtner, worauf es ankommt. Wenn man sich mal vorstellt, dass so ein Reihenhaus oder so eine Doppelhaushälfte vielleicht 100 Quadratmeter Wohnfläche hat und vielleicht 200 Quadratmeter Grundstück und man nutzt sie nicht aktiv, wenn man den Garten so als ungenutzte Fläche abtun würde, entgeht einem ja relativ viel Wohnraum. Und wir sind in der Lage, mit einem Gestaltungskonzept den Wohnraum so zu aktivieren, dass er auch noch Spaß macht. Sein Konzept, den Garten nicht als Außenfläche betrachten, die einfach hinter dem Haus liegt, sondern den Garten als zusätzlichen Wohnraum sehen, der ganzjährig genutzt werden kann. Also das grüne Wohnzimmer ist tatsächlich eine Wohnraumerweiterung und ein Stück weit die Steigerung der Lebensqualität, um wirklich auch die Sommermonate draußen genießen zu können. Und somit wird auch wirklich jede Gartenfeier tatsächlich zum kleinen Event. Und das ist was, was auch den Gartenbesitzer stolz macht und mit Freude erfüllt, wenn er einfach sagen kann, hier, klack, habe ich noch mal ein bisschen Beleuchtung oder hier, klack, habe ich noch mal ein kleines Wasserspiel. Und somit auch tatsächlich die Nutzbarkeit vielfach verlängert wird in die Wintermonate hinein. Und selbst im Winter ist so ein, ich sag mal, wirklich grünes Wohnzimmer überhaupt nicht tot oder kein schwarzes Loch, sondern der Gartenbesitzer freut sich einfach darauf, jedes Jahr oder jeden Winter eigentlich eine neue Lichtsituation vorzufinden und kann einfach sagen, Mensch, ganz tolle Lichträume entstehen, wahnsinnig tolle Lichtspiele. Dabei kann der Garten genauso individuell eingerichtet werden wie jedes andere Zimmer auch. Doch bis es dazu kommt, ist es meist ein weiter Weg. Viele Gartenbesitzer wollen es erst einmal selbst versuchen und sind oft frustriert, dass sie ihre eigenen Vorstellungen nicht umsetzen können oder einfach die Zeit fehlt. Also der Leidensdruck bei vielen unserer Kunden ist schon recht groß, wenn die denn uns um Hilfe ersuchen. In der Regel ist es tatsächlich die Dame des Hauses, die uns dann, ich sag mal, den wichtigen Input und diesen Impuls auch gibt, die dann natürlich auch etwas viel von ihrem Ehemann verlangt, der dann nach Feierabend gegebenenfalls noch völlig gestresst und geschafft von der Arbeit in die Gartengestaltung vornehmen kann oder soll, was er eigentlich ja gar nicht kann, weil nach einem anstrengenden Arbeitstag macht keiner von uns mal eben schnell eine Gartengestaltung. Wir rücken an mit einem gut ausgebildeten Team, um dann diese Aufgaben zu erledigen. Das kann man nicht mal eben schnell ausführen. Dabei ist ein Landschaftsgärtner, der weiß, was er tut, oft günstiger als jedes Frühjahr mit der eigenen Bepflanzung von vorn zu beginnen. Und wenn wir dann wirklich ein Angebot darbieten können und der Kunde dann schon wirklich positiv überrascht ist von diesen Kosten und dann auch einfach sagen kann, er ist so diese Hürde einfach los, jedes Jahr wieder in den Baumarkt oder ins Gartencenter zu laufen und diese Pflanzung immer und immer und immer wieder für viel Geld zu bezahlen und zu kaufen, freut er sich natürlich wahnsinnig darüber, wenn wir ihm diese Last abnehmen. Wir pflanzen einmal, tauschen aus, wenn es mal eingeht innerhalb der Pflanzgarantie. Und dann ist er dieses Thema einfach los und kann sich voll und ganz in seinem Garten erholen. Der Kunde hat dabei stets die Kontrolle über die Gestaltung, aber mit Mirko Oswald einen Profi an der Seite, damit der Garten gelingt. Also wir haben natürlich immer die Möglichkeit, den Kunden aktiv in die Planung mit einzubinden, sodass auch wirklich mal Teilelemente eine Nacht überschlafen kann und dann auch selbst noch mal wirklich vorgeben kann, wie gewisse Linienführungen oder Pflanzkonzepte aussehen können. Und wir werden dann erstmal wieder beratend tätig und sagen, lieber Kunde, das wächst da, aber das wächst da wirklich nicht. Das sichert nachher die Qualität der Arbeit. Mirko Oswald setzt bei seiner Planung auf einzelne Gestaltungsinseln im Garten, die zum Wohlbefinden beitragen. Also Wasser im Garten ist natürlich immer ein Wohlfühlgarant. Auch Urinstinkte, die in uns wach werden, die angesprochen werden und dann ganz einfach Sicherheit und ja, Geborgenheit symbolisieren. Mit ausgeklügelten Lichtkonzepten wird der Garten auch nachts und in der kalten Jahreszeit noch ein Genuss. Nicht nur ein Blickfang auf jeder Gartenparty, sondern auch im Winter ein warmer Akzent. Also das ist natürlich der springende Punkt. Wir haben natürlich häufig auch Kunden, die relativ lange Arbeitszeiten haben, die dann 19, 20 Uhr nach Hause kommen und in der dunklen Jahreszeit hätten sie dann nichts mehr von ihrem Garten. Dann würden sie sozusagen aus dem Fenster blicken und in ein schwarzes Loch starren. Das umgehen wir natürlich mit unserem Beleuchtungskonzept. Hier haben wir dann natürlich die Möglichkeit, dem Kunden einen wunderbar akzentuiert beleuchteten Garten darzubieten. Und bei Mirko Oswald gibt es keinen Garten von der Stange. Für ausgefallene Ideen ist der Gartenprofi immer zu begeistern.
je schwieriger eigentlich die Umsetzung ist und desto individueller die Kundenwünsche, das ist eigentlich das, was uns tatsächlich antreibt, wo wir mit Herzblut hinterher sind, um diesen Wünschen dann gerecht zu werden. Wenn wir eigentlich tatsächlich an unsere Grenzen getrieben werden, des technisch und fachlich Machbaren, das ist eigentlich die Herausforderung, der wir uns gerne stellen.